Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Origin. So. Genau, beim letzten Mal wollten wir ja hier diesen Golem abholen. Ich gehe aber jetzt erstmal hinten diese andere Sache machen, hier die Dorfbewohner suchen. Sollte kein Problem sein. Musste ich ja noch. Dafür muss ich jetzt erstmal hier rein. So. Ein seltsamer Kristallklumpen. Verstanden. Aha. Warum habe ich eigentlich jetzt plötzlich so viel Platz? Hatte ich nicht letztes Mal voll Mangel? Vielleicht können die es ja mal versuchen. Versuch mal. Ich fürchte, ich muss dann später nochmal mit Leilani wiederkommen. Ah ja. Keine Sorge, ist für alle was da. Okay. Lebensstein. Ach, so viel Platz zu haben, ist gar nicht mehr gewohnt. Wehe. Geht doch. So. Ah ja, ich habe ja letztes... Genau. Jetzt weiß ich's wieder. Ich habe ein paar Sachen verkauft. Sollte kein Problem sein. Nee, will ich trotzdem nicht haben. Sonst bin ich direkt wieder voll. So. Was war das? Was war das? Oh. Ein alkoholisches Getränk als Geschenk. Was sagt ihr? Ach, doch noch so viele. Okay, dann war es das mit denen. So. Gut, fangen wir an. Das sollte kein Problem sein. Hallo? Beim Erbauer. Wir sind gerettet. Euch hat doch nicht etwa der Ben geschickt, um uns zu helfen? Nein, ich bin ein grauer Wächter. Ein grauer Wächter? Hier? Dank dem Erbauer für so viel Glück. Aber wenn euch niemand geschickt hat, weshalb seid ihr dann hier? Sofern ihr mir die Frage gestattet. Ich habe einen Kontrollstab für einen Golem gekauft. Ein Kontrollstab? Meint ihr den für Shale?
Der vermaledeite Golem hat uns nichts als Ärger gebracht. Meine Mutter hat den Stab zum Glück schon vor Jahren gekauft, nachdem das Ding meinen Vater getötet hatte. Euren Vater getötet? Was soll das heißen? Mein Vater hieß Willem, Magier der Arls von Radcliffe und ein Held im Krieg gegen Olle. Und was hatte er davon? Eines Tages hat ihn meine Mutter vor dem Turm gefunden, mit so vielen gebrochenen Knochen, dass sie ihn kaum wiedererkannt hat. Und Shale war über ihn gebeugt, in derselben Haltung wie jetzt. Mein Vater hatte Besseres verdient. Aber wenn ihr Shale wirklich erwecken wollt, nun, der Stab gehört jetzt euch. Könnt ihr mir sonst noch etwas über diesen Golem erzählen? Meine Mutter hat nie viel davon gesprochen. Ich war noch ein kleiner Junge, als mein Vater gestorben ist. Ihr habt vermutlich wichtigere Dinge zu erledigen, aber ich brauche wirklich eure Hilfe. Ich weiß, ihr habt mir bereits das Leben gerettet. Aber meine Tochter ist im Labor. Sie hatte Angst und ist zu weit hineingelaufen, bevor ich sie aufhalten konnte. Ich weiß nicht, wie sie die Verteidigungsmechanismen meines Vaters überwinden konnte. Einer der Männer hat versucht, ihr zu folgen. Er hat es nicht geschafft. Aber ihr könntet sie doch sicher finden, nicht wahr? Ich werde versuchen, sie zu finden. Wirklich? Dem Erbauer sei Dank. Das Labor meines Vaters liegt direkt hinter dem nächsten Abschnitt, glaube ich. Dort muss sie sein. Okay, dann machen wir das noch flott. So. Ganz viel Tod. Oh, nee, das ist eine Elfenwurzel. Oh ja, sehr gut, ich komme gleich. Ach, nur solche. Oh, ein Staubgeist. Okay. Lass mich raten, zu schwach, ne? Warum habe ich das nur geahnt? So. Jemand zum Spiel. Ihr seid doch hier, um zu spielen, oder? Wir machen gerade ein Ratespiel. Zu mehreren ist es viel lustiger. Wir? Wer ist wir? Kitty und ich natürlich. Oder seht ihr hier noch jemanden? Wie auch immer, ihr solltet gehen, wenn ihr nicht spielen wollt. Kitty findet euch verwirrend. Wir müssen gehen, Amalia. Matthias wartet. Ich kann nicht mitkommen. Kitty sagt, sie kann hier nicht weg und ich werde sie nicht verlassen. Sie wäre ganz allein. Du bist so freundlich, Amalia. Ich würde dich sehr vermissen, wenn du gehen würdest. Geh weg von dieser Kreatur, Amalia, rasch! Nein, lass mich in Ruhe, Kitty! Nichts, was ihr sagt, wird Amalia davon überzeugen, mit euch zu gehen. Sie liebt nur mich. Ich bin ihre Freundin. Und ihr seid nur ein Fremder. Was habt ihr mit ihr gemacht? Ich habe nichts getan. Ich habe praktisch keine Macht. Dafür hat der Magier gesorgt. Ich kann diese Kammer nicht verlassen. Nein, Amalia hat mich gefunden. Nach Jahrzehnten der Isolation ist ihre Gesellschaft mehr als willkommen. Wir sind anscheinend in einer Sackgasse gelandet, daher möchte ich eine Art Kompromiss vorschlagen. Befreit mich, Sterblicher.
und überlasst mir das Mädchen. Lasst uns zu ihrem Vater zurückkehren und diesen Ort für immer verlassen. Ich treffe mit euresgleichen keine Abmachungen. Nein! Kitty! Ihr werdet mir das Kind nicht wegnehmen. Sie ist nun mein. Für immer! Was ist ja eigentlich für ein Rätsel? Ein Schieberätsel oder was? Ah! Ist gar nicht zum Anpacken dran. Müssen wir dem armen Teufel sagen, dass seine Tochter tot ist, oder wie? Leute. So. Was ist mit ihr geschehen? Ist sie da drin? Warum ist sie nicht zurückgekommen? Es tut mir leid, Matthias, sie ist tot. Sie ist tot? Oh, mein armer Schmetterling. Trotzdem danke, dass ihr sie gefunden habt. Ich danke euch dafür. Ihr braucht ein Befehlswort, um Shale zu aktivieren. Es lautet Julen Harm. Ich würde das Ding nicht wollen, aber ihr wisst euch ja offensichtlich zu wehren. Dann werde ich jetzt wohl gehen. Ach, der arme Kerl. Naja. So. Holen wir uns noch den Golem ab und dann sind wir hier fertig. Ja, die Truhen sind mir jetzt ehrlich gesagt mittlerweile auch irgendwie egal. Die Statue scheint inaktiv zu sein. Was wir hier vor uns sehen, ist ein Golem. Er sieht beschädigt aus, aber es müsste trotzdem einen Weg geben, ihn wiederzubeleben. Näher betrachtet sieht man, dass zahlreiche Kristalle in die Steine eingesetzt wurden, von denen einige gesprungen sind. Könnte die Arbeit von Zwergen sein. Julen Harm.
Ich wusste, dass der Tag kommen würde, an dem jemand den Kontrollstab findet. Und diesmal ist es nicht mal ein Magier. Ich nehme an, es ist zufällig über den Stab gestolpert. Typisch. Auch hallo. Ich habe hier gestanden und beobachtet, wie diese verfluchten kleinen Dorfbewohner um mich herumgehuscht sind seit... Ach, ich weiß nicht seit wann. Es ist viele, viele Jahre her. Dann fragt man sich umso mehr, warum ihr demjenigen, der euch gestattet hat, eure Beine wieder zu bewegen, nicht dankbar seid, Golem. Also noch eine Magierin. Reizend. Ich begann mich gerade auch an die Stille zu gewöhnen. Sagt mir, sind alle Dorfbewohner tot? Nicht alle, nein. Dann sind also einige entkommen. So ein Pech. Habt ihr auch einen Namen? Möglich. Vielleicht habe ich ihn vergessen, nachdem ich so viele Jahre nur Golem genannt wurde. Golem, bring mir den Stuhl. Sei ein braver Golem und zerquetsch diesen jämmerlichen Banditen. Und nicht zu vergessen, trag mich, Golem. Ich mag nicht mehr laufen. Es hat doch den Kontrollstab, nicht wahr? Ich bin wach, also muss es. Stimmt etwas nicht? Ich sehe den Kontrollstab, aber ich spüre... Macht schon! Befehlt mir etwas! Schön, umarmt, Saffron. Ich schätze es nicht, wenn fremde Dinge in meine Privatsphäre eindringen. Zumindest normalerweise nicht. Und? Nichts. Ich spüre nichts. Ich fühle keinen Zwang, seinen Befehl auszuführen. Ich nehme an, das heißt, der Stab ist defekt? Müsstet ihr darüber nicht glücklich sein? Ich nehme an, wenn man mir nichts befehlen kann, bedeutet das, ich habe einen freien Willen, richtig? Es ist nur, was soll ich jetzt machen? Abgesehen davon, dass ich dieses Dorf seit so langer Zeit beobachtet habe, habe ich keine Erinnerungen. Ich habe kein Ziel. Ich fühle mich ein wenig verloren. Was ist mit ihm? Es muss doch einen Grund gehabt haben, mich aufzuwecken, oder? Was hatte es mit mir vor? Darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Ich verstehe. Wundervoll. So wie ich das sehe, habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich begleite es, oder ich gehe woanders hin. Ihr könnt... Ich weiß nicht einmal, was hinter diesem Dorf liegt. Ihr könnt mich gerne begleiten. Dann werde ich ihm folgen. Vorerst. Man nennt mich übrigens Shale. Ich bin Azador. Freut mich, euch kennenzulernen. Das dürfte interessant werden. Jo, ja. Erstmal Stan. Maschedan. Ja. Braska. In der Tat. Okay. So. Wollen wir den nämlich auch mal ausrüsten, ne? Aha.
Gut. So. Oder der? Ah ja, ja, gibt jedem mal andere Farbe. Okay, lass mal das einfach so. Hoppala. Ich möchte jetzt gerne gehen. So. Ich gehe noch bis zum Dorfeingang. Und dann war es das auch mal wieder für heute, ne? Ups. Vieh. Naja, egal. Da sind sie. Die wollte ich noch plündern gerne. So. Okay. Damit verabschiede ich mich auch wieder für heute. Bis dann. Tschüss.